So, meine Lieben, fertig machen zum Auslaufen. Wir werden jetzt, unsere neuen Befehle haben wir ja bekommen, in Richtung unseres Zielgebietes cruisen. Und mal gucken, was sich dann so ergibt. Wir haben aktuell keine neuen Patch Notes, also derzeit ist es ein bisschen ruhiger. Ein Spiel auf einer, glaube ich, relativ neuen Variante. So ein Beta-Branch, aber da muss ich ja jetzt nicht großartig viel zu sagen. Weil diese Beta-Branches, diese unstable Beta-Branches, die machen jetzt, jetzt auch nicht vielleicht alles viel besser. Und solange da auch nichts richtig fest und safe ist, muss ich da ja gar nicht groß drauf eingehen. So, Fortbewegungsmodus, da waren Schraubengeräusche, die garantiert nicht von unseren, also von Gegnern stammen können. Das wäre ein bisschen eigenartig. So, wir werden mal durchziehen. Die Nacht über. Die Offiziere haben zu viel zu tun. Mag wohl sein. Wir brauchen ein bisschen was an Diesel, aber das ist ja nun mal nicht so viel. Position unseres Schiffes ist verloren gegangen. Ja, wunderschön. Oh, ne, Moment. Du kannst in den Kartentisch. Jawohl. Manage Diesel. Geh mal hoch. So, der wird jetzt dann, denke ich mal, auch uns ja nicht gegen Land klatschen lassen. Außerdem sind wir eh auf offener See. So weit können wir jetzt auch gar nicht abgetrieben sein. Vielleicht sind wir uns irgendwo hier oder da. Man weiß es nicht so genau. Aber wir werden es hier gleich sehen, wenn hier unten dieser grüne Balken, wo ich jetzt so hin und her zitter mit meiner Maus. So, da sind wir. Doch, eigentlich gar nicht so schlecht. So, wir fahren mal ins Zielgebiet hinein. Und werden hier mal ein bisschen cruisen. Zu Befehl. Kontakt! Erstmal hart auf den Pausentastenmodus gehämmert und festgestellt, dass ich erstmal irgendwo anders rausgekommen bin, wo ich gar nicht rauskommen wollte. Manchmal hat die Karte noch so ganz kleine Problemchens. Aber wir sind jetzt gleich da, wo wir sein wollen. So, Schraubengeräusche. Ja, dann werden wir doch mal dahin. Jawohl. Legen Sie den Kurs an. Jawohl. Kontakt, da sind aber viele Schraubengeräusche. Was sagt denn unser Kapitän? Das muss ja... Nein! Das muss ja direkt... Nein! Das muss ja direkt vor uns sein. Schraubengeräusche! Wir sind nah dran. Ja, wir müssen echt nah dran sein. Aber ich kann auch nichts entdecken. Das muss ja irgendwo vor uns sein. Aber ich sehe nichts. Ja, lassen wir es mal langsam angehen. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Werden mal eben schauen, was das ist. Das ist schon mal ein U-Boot. Okay. Legen Sie den Kurs an. Das könnte doch gut sein, dass wir hier eine Art kleines Wolfsrudel aufgedeckt haben. So, da haben wir es doch. Da ist doch was. Auf
Da haben wir es doch. Wir haben mehrere U-Boot-Sichtkontakte scheinbar. Ja, wir können ja mal eben da mal so rangucken. Er müsste ja irgendwo hier an der Seite sein. Okay, wenn man Shift drückt, kann man auch schneller durch die Gegend zoomen. Okay, also... wir werden mal eben kurz ihn an die Radiostation setzen. Eingehende Übertragung vom Oberkommando. Das wäre jetzt witzig, wenn das jetzt ausgerechnet auch jetzt so eine Nachricht wäre, die wir hier... Wo wir sagen würden, so, upsie. Neue Nachrichten. Finde das verlorene Schiff. Nord, der letzte Kontakt wurde auf der Karte verzeichnet. Ja, schön. Freut mich. Aber erstmal... werden wir uns hier bedienen. Kurs setzen. Irgendwie scheint das Frachtschiff eine kleine Problematik zu haben. Legen Sie den Kurs an. So, wir werden mal eben ganz kurz Folgendes machen. Und zwar, wenn wir mal ganz kurz stoppen. Und werden dem mal sagen, der hier. Torpedokurs berechnen. Mal einen Torpedokurs berechnen. Langsamer. Langsamer. So, jetzt so langsam aber sicher gibt es jetzt noch ein neues Schiff. Das ist jetzt nicht so cool. Wir werden mal ganz kurz stoppen. Das fängt jetzt an, hin und her zu fahren. Das macht jetzt zickzack. Aber egal, wir werden mal eben ganz kurz Rohr 1 bewässern. Zwei Rohre bewässern. Rohr 1 bewässert. Rohr 2 los! Aber nicht, wenn wir es versuchen, anderweitig zu natzen. Der Torpedo ist auf halbem Weg zum Ziel. Torpedo ist auf halbem Weg zum Ziel. 40 Sekunden bis Torpedo-Einschlag. 10 Sekunden bis Einschlag. Ja, das könnte sehr eng werden hier. Wow. Ja. Der zweite hat natürlich nicht getroffen. Schneller, schneller! Wir werden eben mal ganz kurz Folgendes machen. Kapitän. So, Herr Seeking. Was halten Sie denn davon, wenn Sie oben Herr Kaloy das Deckgeschütz besetzen? Benötigt Befehlshaber. Herr Kaloy? Dann hier bitte zuweisen. Zu Befehl. Und natürlich noch einen zweiten. Zuweisen. Zuweisen.
Zu Befehl. Das ist ein bisschen weit weg, oder? Außerdem ist die See ganz schön rau. Nicht schießen, okay? Kapitän. Einfach nur nicht schießen. So. Wir können ja noch mal ein bisschen näher ranfahren. Wir werden mal nah genug ranfahren, um mit dem Deckgeschütz hier ordentlich Gas zu geben. So, Achtung, langsame Fahrt. Okay, wir werden jetzt mal ganz kurz. Herr Kaloy. Manueller Modus. Bam. Okay, das war vielleicht ein bisschen hart. Ah, das muss das gewesen sein. Sicherheitshalber nehmen wir mal noch ein Loch rein. Langsamer. Nee, das war's. Die sinken hinten schon ganz schön gewaltig ab. Ja. Nee, das war's für die. Herr Kaloy? Das war's für die. Sicher jetzt noch. Ne, die haben auch das Boot verlassen. Wir bleiben mal noch eben hier. Beziehungsweise, wir haben ja hier mehrere U-Boote jetzt gehabt, die hier unterwegs waren. Wir werden mal eben ganz kurz auf Periskoptiefe. Auf Seerohrtiefe gehen. Auf E-Motor. Wären wir mal ganz kurz in dem Gebiet drin. Es gibt sich aber Mühe, ne? Kapitän? Herr Kaloy? Geht immer noch nicht unter, ne? Sollen wir nicht vielleicht doch nochmal Fangschuss setzen? Tanks anblasen! Wechseln auf Dieselmotor! Herr Kaloy? Puh. Bestätigt! Alter, hört auf zu schießen. Alter, ihr trefft ja null. 0,0.
So. Jetzt haben wir fast unsere ganze Munition daran aufgeschossen. Das steht ja noch. Ich will immer noch nicht sinken. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Legen Sie den Kurs an. Ich werde nicht mehr, ey. Es will nicht sinken. Könnte auch ein Bug sein. Will ich jetzt nicht. Stopp! Du kommst jetzt mal raus aus der Koje. Kapitän. Du auch. Herr Kaloy. Du auch. So. Torpedo ausrichten. Tor 3 bewässern. Los! Bewässert. 40 Sekunden bis Torpedoeinschlag. 20 Sekunden. Machen wir mal einen Fangschuss. 10 Sekunden bis Einschlag. Und, oh oh. Könntet ihr da mal weggehen mit euren Rettungsbooten? Torpedoversager. Was? Rohr 4, bewässern. Ja, so nah bin ich aber noch nicht dran, oder? Dass der noch nicht zünden kann. Vielleicht. Rohr 4, los! Komm schon, verlass mich nicht. Okay. Minimale Schäden. Wollte mich eigentlich verkackeiern. Ja, geht doch. Geht doch mit uns. So, jetzt haben wir quasi keine Torpedos mehr. Aber egal. Wir sind glücklich. Glücklich und zufrieden. So, langsame Fahrt. Auf ins Zielgebiet. Wir müssen ein U-Boot finden. Faha! Wir hoffen mal, dass jetzt hier nicht demnächst einer kommt, der sagt so, ey, was ist denn mit dir? Herr Kaloy? Und warum bist du nicht am Navigationstisch? Und du kannst jetzt, Jan kann jetzt mal wieder zurück ans Hydrofon. Hat der echt einen Fangschuss gebraucht, der noch zwei meiner Torpedos gefressen hat. Warte mal, wir können außerdem ja mal gucken. Kapitän. Fortbewegungs... Warte mal, wir gehen mal eben hier mit Posten verlassen. Wir gehen mal eben ganz kurz. Kann ich das übrigens manuell? Bewegung! Los, schneller! Okay, ich sehe schon, das macht jetzt vielleicht nicht so viel Sinn. Du kannst mal deinen Posten eben bitte verlassen und kannst mal eben hier die Kombüse aufräumen, weil... ich habe das Gefühl, die Leute wünschen sich mehr zu essen. Und vor allem ausgewogeneres Essen. So, ihr Lutscher. Hackbart kann wieder wie diese Motoren managen. So, Flugzeuge kamen keine. Nice. Sehr schön. Und die zwei Transport 3 bis 6. Die laufen da noch rum. Die schwimmen da noch so ein bisschen. Schraubengeräusche. Noch mehr Schraubengeräusche. Ah, es ist so viel los. Die Frage ist ja, was ist das jetzt, was wir jetzt hier gleich haben? Periskoptiefe.
geladen. Wechseln auf E-Motor. Ist auch ein U-Boot. Was ist denn hier los? Jawohl. Ist hier allgemeine Treffen von U-Booten? Rohr 3 geladen. Los, hoch. Sehr wohl, Herr Kaloy. 7 bis 16. Ach, da ist ein Konvoi. Daher kommen die bestimmt. Rohr 4 geladen. Herr Kaloy. So, du geh mal pennen. Du geh mal pennen. Ah, Konvoi. Herr Kaloy. Ist mir zu heikel. Fährt aber in meine Richtung. Ja, wunderschön. Wunderschön. Und ich habe keine Torpedos. Nee, den entkomme ich mal. Hier ist echt was los, ne? Ich will jetzt aber gar nicht in irgendwas reingeraten gerade. Oh Gott. Moment, stopp. Aus. Langsamer. Auf Seerohrtiefe gehen. Zu Befehl. Wechseln auf E-Motor. Ja, relativ schnell abgestumpft gerade. Ja, das ist immer so eine Sache, ne? Also. Zu Befehl. Wir sehen jetzt auch gerade keinen. So, da ist wieder ein Frachtschiff. Torpedokurs berechnen. Nee, ich wollte einfach einen Abfangkurs. Sehr wohl, Herr Kaloy. Jawohl. Abfangkurs berechnen. Torpedo ausrichten. Bestätigt. Ja, ich muss schon wissen, was genau wir hier tun, ne? Also. Zu Befehl. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Und vor allen Dingen müssen wir auch zusehen, dass wir Kurs auf diese Koordinaten setzen. Bestätigt. Ja, wir müssen aufpassen. Das eine Ziel ist, Kurs auf diese Koordinaten setzen. Sehr wohl, Herr Kaloy. Ist anscheinend auch ein Ziel, was jetzt nicht, So, wir machen mal Stopp. Okay. Rohr 1 bewässern. Rohr 2 bewässern. Das müsste passen. 67%. Rohr 1 bewässern. Das eine ist ein schwedisches. Rohr 2 fertig. Los! Na, dann gucken wir doch mal. Der Torpedo ist auf halbem Weg zum Ziel. 10 Sekunden bis Einschlag. Da ist der eine Aal glatt vorbeigegangen. Der Aal ging daneben, Herr Kaloy.
Rohr 3, bewässern. Rohr 4, bewässern. Rohr 3 bewässert. Rohr 4 fertig. Los! Der Aal ging daneben, Herr Kaloy. Der Torpedo ist auf halbem Weg zum Ziel. 20 Sekunden. 10 Sekunden bis Einschlag. Torpedo-Versager. Das hat gerumst. So, und jetzt? Bus weg hier. Sehr wohl, Herr Kaloy. Jawohl. Da geht's unter. Also eigentlich müssen wir jetzt auch wieder zurück. Das Problem, was wir jetzt gerade haben, ist, dass alle müde sind. So, du gehst mal hier runter. Einer reicht. Wir werden jetzt auch mal sagen, du gehst schlafen. Ihr geht alle mal eben kurz schlafen, weil... So, wir müssen irgendwie auch dann mal zusehen, dass wir wieder zurückkommen, weil, pff, ganz ehrlich. Ganz ehrlich, wir haben ein richtig kleines Problem jetzt hier gerade schon. Und die U-Boote sind ja auch unterwegs. Also wir haben ja kaum noch Torpedos. Wir sind ja quasi leer. So, Sauerstoff geht auch langsam, aber sicher zur Neige. Tanks anblasen! Wechseln auf Dieselmotor! Kurs an. Sehr wohl, Herr Kaloy. Sehr wohl, Herr Kaloy. Herr Kaloy. So, du kannst mal aufstehen, du kleiner Jan. Und kannst... Nee, Seeking mal nicht. Seeking kann man schön nach hinten heizen. Hey, mach mal Platz. Hier mal richtig Gas geben. Jawohl. Nee, also wir müssen, wenn dann jetzt einmal zurück zum Auftanken. Boah, ist eine ganze Konvoiflotte, ne? Koordinaten setzen. Ja, wir müssen definitiv zurück. Zu Befehl. Haben wir denn keine Torpedos mehr? Kapitän. Also jetzt mal ohne Flachs, ne? Haben wir denn überhaupt gar kein hinteres Torpedorohr? Wir haben im Hecklager nichts mehr drin. Wow. Ab mit dir nach vorne. Löw. Nee, nicht da lang. Immer schön weiter. Haben wir hier hinten auch nichts mehr? Also wir haben vorne gar nichts? Wir haben nur noch einen einzigen. Bewegung, los, schneller. Ja, wunderschön. Nein, Moment. Stopp, das wollte ich doch gar nicht. Du kannst den Torpedo da reinschieben. Bewegung, los, schneller.
Ja, wir müssen definitiv und ganz dringend hier weg. Und wieder aufladen, damit wir unsere Mission weitermachen können, weil... Rohr 2 geladen. Hilft sonst nichts. Hilft sonst nichts. Ich dachte, die anderen hätten auch irgendwie ihren Beutezug gemacht. Aber ich sehe gerade, unsere Zeit ist rum. Ob wir also nach Hause kommen und wie wir nach Hause kommen und was wir dann tun werden mit unserem ganzen Budget, das erfahrt ihr beim nächsten Mal. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr mit dabei wart bei dieser Beutejagd. Und interessant, dass wir so viel gefunden haben. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao.